Hallo Freunde, hier bin ich wieder mit GTA Vice City. Jawohl, letztes Mal ist mir leider Deckstory abgestürzt. Ich konnte glücklicherweise die Datei noch retten. Mit dem AVI-Fix-Programm von Deckstory konnte ich die Datei noch retten. Das heißt, bis zum Absturz seht ihr alles. Und wir haben ja letztes Mal die Mission DPR-Tour gemacht. Es ist übrigens gerade niemand da. Kein Patrick, kein Starkiller. Ich mache das gerade mal allein, um mich hundertprozentig konzentrieren zu können. Damit ich die Mission jetzt endlich mal schaffe. Gut, ich bin jetzt bloß einmal dran gescheitert in der anderen Aufnahme. Also wir werden jetzt die Mission nochmal machen. Ich weiß jetzt auch, warum sich Vice City immer wieder mal minimiert hat und bestimmt wird es das auch noch öfter tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich Deckstory und Vice City nicht richtig mögen. Also die kriegen sich irgendwie in die Haare und dann stürzt anscheinend Deckstory ab oder Vice City minimiert sich. Ich weiß es nicht. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Mission DPR-Tour. Ich werde jetzt ruhig sein, aber das macht nichts. Ihr werdet trotzdem was zu hören haben, da die Typen da nämlich einen Dialog führen. Und den könnt ihr euch einfach anhören. Und ich wünsche euch viel Spaß mit DPR-Tour. So, die Cutscene überspringen wir und dann werde ich jetzt ruhig sein. Viel Spaß und ich hoffe, wir schaffen es. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Look, Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big hairy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. We've got to find a bomb. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. We ain't stopped to get it. We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a queue here, pal. Hey, mate, Angel's near the drinks cabinet. Get out of my way. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boomshine. Fire to blow! You always said the drink would kill me! I've seen this on the telly. You gotta blow out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, see, show me. I'm gonna play bass in hell. Tommy, man, keep driving fast, pal. Somebody do something. Aye, clever. Somebody do something? What kind of crap is that? I've seen braver crimes. Okay, tough guy, you do something. Look, man, I play a musical instrument. I'd like a clue about bomb disposal. Well, he could just suck the boomshine out with a straw. Aye, I've heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. Aye, Draw? This is a love fist tour bus. Oh my god, get a straw fake, if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing death in the car, something looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big screaming girl. Aye. Shut up, you pull a wire. Which wire? This one. No. Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice one. Rock and roll, man. And we got a gig to go to. A racket to make. Groupies to abuse. Oh, fist! Oh, fist! Oh, fist! Have you finished with our ball? So, jetzt haben wir es geschafft. Die Mission ist jetzt halt eigentlich nur noch ein Kinderspiel. Die Bombe wurde entschärft, das heißt, wir können jetzt auch wieder stehen bleiben bei Bedarf, aber will ich jetzt einfach mal nicht machen. So, kein Problem mehr. Wir fahren die Typen jetzt zu ihrem Auftritt und dann haben wir es auch. Wunderbar. Ihr wisst gar nicht, wie mir jetzt die Mission die Nerven geraubt hat. Ey, ich habe einen Pulsschlag von 120. Hinten beim Wenden habe ich schon wieder gedacht, boah, scheiße, jetzt ist es aus, aber dann haben wir doch noch richtig schnell Gas geben können. Und der Balken ist runtergegangen. So. Und für das kurze Stückchen mussten die jetzt unbedingt mit dem Auto fahren. Eieiei. Action camera, lipstick lights. Happening Mercedes tights. No one knows I'm blinking tall. Wearing her red.
running at anything. We thought we'd show you our temple of rock. Get a feel for the love fish, Fury. Listen to yourself, man. It's paper mache and gaffety. Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests. Aye, well, if the kids like the priests half cut and going dead, who am I to argue? What? Dave's getting chewed up again? It's right, we'll never get a play alive. Oh, shite. My bowels. Right, we gotta go on with Dave, so thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye. Ja, die sollen aber jetzt mal ihren Mist selber regeln. Wir kriegen 8000 Dollar und haben jetzt auch das Ding hier zur Verfügung, das Auto, das Love Fist Auto. Jawohl, das haben wir hier, das können wir da immer wiederholen, wenn wir es brauchen, aber brauchen wir gerade nicht. So, ich glaube, das war's jetzt auch langsam mit den Missionen. So, wir drücken nochmal Tab für einen Anruf. Hello, Tommy? Yeah. It's Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Jawohl, der Barker hat sich nochmal bedankt. Den haben wir ja das Bike geholt. Ah, das war auch so eine blöde Mission. Aber jetzt haben wir eigentlich alle Missionen gemacht. Und als nächstes müssen wir dann Immobilien kaufen. Da müssen wir dann auch Missionen machen. Halt, hier darf ich ja kein Auto rausnehmen. Die werden wir brauchen. Autohausmission weiß ich gar nicht mal, wann ich die mache. Ich weiß es wirklich nicht. So, da ist gerade ein Bulle hinten dran. Deswegen nehmen wir uns das Auto einfach mal nicht großzügigerweise. Da kommt noch eine Bullenkutsche entgegen. Ich brauche ein Auto. Auto. Vorne fährt eins. Jetzt ist es... Ja, jetzt ist ein anderes da. Ja, das ist die Vice City Logik. Den Landstalker will ich nicht. Ich will lieber hier den Zappere. Komm her, komm, gib dein Auto, komm, gib dein Auto. So, raus da, gib dein Auto, so, vielen Dank. Für die, ach, ein Itado ist es, kein Sabrin, Itado. Und nun denn, nun gut, ich könnte mich nochmal an dieser... Sagt mir es an dieser Telefonmission versuchen. Dazu müssen wir, Moment, wir müssen gar nicht zurückfahren. Nee, wir fahren lieber vorwärts. Das geht schneller. Und zwar hole ich mir dafür mal einen Raketenwerfer. Wenn ich die Mission noch richtig in Erinnerung habe, könnte der mir sogar helfen. Hoffe ich einfach mal. Weil Immobilien, da warte ich lieber, bis der Patrick wieder da ist. Ich hatte jetzt einfach Lust aufzunehmen, weil mich diese Mission da einfach gejuckt hat. Ich wollte die einfach haben. Apropos Mission, ich sollte lieber mal schnell speichern, dass die auch gemacht ist. Eieieiei. Das machen wir gleich, das machen wir sofort, wenn wir bei der Villa sind, bei der Vassetti Estate. Dann versuche ich mich nochmal an dieser Telefonmission und falls die wieder nicht klappt, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Obwohl der Raketenwerfer, ich glaube, der ersetzt dann dieses Scharfschützengewehr, was wir ja dann brauchen. Naja, ich werde auf jeden Fall mal speichern und dann fahren wir mal dahin und versuchen die Mission nochmal. Und falls ich es wieder nicht hinbekomme, dann ist es ja auch Wurst. Ach, da hockt noch einer mit drin, das ist ja nett. Steig aus. Du sollst nicht wissen, wo ich wohne. So, die Tür lassen wir offen. Da kommt ein bisschen frische Luft rein. Frische Nachtluft ist nämlich immer schön. Und einmal hier rein. Na, guten Tag, die junge Dame. So, wir steigen einmal kurz aus. Energie haben wir ja nichts verloren. So, zack, wir nehmen uns einmal hier die Waffen mit. So, für die Minigun haben wir mittlerweile auch 3800 Schuss. Boah, das ist schon nicht schlecht. So, hier haben wir nochmal Geld, das holen wir uns auch mal schnell. So. Na, komm, dann hier schnell speichern. Einmal auf Spielstand 1. So. Und dann nochmal schnell auf Spielstand 2.
damit ich diese Scheißmission ja nie wieder machen muss. Nie wieder so. Außer ich spiel's das nächste Mal, aber im Let's Play müssen wir die Mission nicht mehr machen und fürs Let's Play auch nicht, denn es ist ja jetzt gespeichert. So, das Auto lassen wir mal da stehen. Wir schnappen uns natürlich den schönen Infernus, den wir erstmal zum Schrott fahren wieder. Naja, eine kleine Delle, das geht schon. Da müssen wir nur mal kurz drüber polieren und dann ist das wieder wie neu. So, die Telefonmission war da hinten. Da fahren wir jetzt mal schnell hin und dann wird die mal schnell erledigt. Da darf ich mich halt diesmal nicht wieder so beschränkt anstellen. Ein schnelles Auto haben wir ja. Weil, ja, wir haben ja da nur begrenzt Zeit für. Also machbar ist es natürlich, habe ich auch schon geschafft. GTA zu 100% abgeschlossen habe ich noch nicht, weil man dafür nämlich viel zu viel machen muss. Das wäre fürs Let's Play einfach zu viel. Ich mache halt einfach mal, was geht. So. Dann einmal aussteigen. So, hier, Telefon. The European Gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. So. Natürlich ist jetzt das Auto weg. Ich glaube, es spinnt, ey. So, Scharfschützengewehr haben wir ja eins. Ui, wir können hier auch das Motorrad nehmen. Was ich jetzt schon bereue. Wie man sieht. So, bitte einmal schnell auf Scharfschützengewehr wechseln. Na, wo ist denn der? So. Ja, ja, ihr lieben Polizisten, ich hab doch nur einen Stern. Macht mal jetzt hier nicht so viel Wind. So, wo komme ich denn hier jetzt schnell durch? Komm, ist da was? Ist da was? Motorrad ist mir viel zu gefährlich. Ich hol mir hier schnell die Banshee. So, dann schnell auf die Tube drücken. Damit wir die Mission diesmal auch schaffen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. So, Moment, da machen wir ganz einfach mal so. So, ja, ich habe nur einen Stern. Ist doch gar kein Problem. Wo muss ich ihn hin? Ich guck mal schnell auf die Karte. Nach da hinten. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Und beim letzten Mal habe ich ja da ewig gebraucht, bis ich den Typen aus dem Auto rausgebracht habe. So, einmal mit die Minigun drauf. Und erledigt war die Sache. Da seht ihr mal, dass es sich wirklich lohnt, die versteckten Päckchen zu holen. Die erleichtern solche Missionen zum Beispiel ungemein. So, ich hol mir mal schnell den Stern hier. So. Ja, der Stern ist nicht zufällig wieder da. Nein, der ist nicht wieder da. Schade. So, den anderen haben wir wieder da hinten. Da kann ich eigentlich die Straße hier nehmen. Da ist er. Ach du Scheiße, wo ist denn das? Ach ja, genau. Don't drink and drive.
So. Dann einmal das Scharfschützengewehr raus und tschüss. Klasse. Toll. Ja, vielen Dank auch, liebes Spiel. Vielen Dank auch, dass ich da jetzt nicht drüber springen kann. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ach, ich bin doch... Ey, Leute, ganz ehrlich, ich bin doch echt ein Idiot, oder?